Liebe Zuschauer, heute habe ich das große Vergnügen, Ihnen einen Dokumentarfilm vorzustellen, der die letzten 2 Jahre das ganze Geschehen rund um das unsägliche Thema sehr gut zusammenfasst. Ich spreche heute mit dem Filmemacher, mit dem Dokumentarfilmer Marijn Pöls und mit Milos Matuszek, die beide sehr aktiv an diesem Film gewirkt haben. Das Ganze jetzt in einem neuen Interview bei Steinzeit. Ja, einen schönen guten Tag, die Herren. Ich freue mich riesig, dass ich mit euch die Gelegenheit habe, hier einzusteigen in dieses große Thema. Milos Matuszek und Marijn Pöls, herzlich willkommen. Schön, schön, dass wir zusammen sein. Dankeschön. Milos, ja, du bist einer der Felsen in der Brandung, gerade für mich. Ich weiß nicht, wie viele Artikel ich in den letzten 2 Jahren von dir gelesen habe. Und es hat mir dann immer das Gefühl gegeben, dass ich... Ja, dass ich nicht alleine bin und dass es andere Menschen gibt, die offensichtlich auch verstanden haben, dass hier etwas schief läuft. Also vielen Dank für dein ganzes intellektuelles Engagement in dieser Richtung. Ich habe da wirklich mich daran aufgebaut zu sehen, dass es gerade so intellektuelle Menschen gibt, die das Thema auf dem Schirm haben. Und ja, Marijn, von dir habe ich noch gar nicht so viel mitbekommen, außer dieser Film. Und umso besser, dass wir da jetzt einsteigen. Ich würde jetzt gerne kurz mit Milos sprechen, und zwar über seine eigene Vita. Ich habe jetzt gerade deinen Wikipedia-Artikel aufgemacht, und der ist ja noch im Vergleich zu anderen relativ moderat, aber man merkt schon auch, dass bei dir hier dann nach deinem ganzen Lebenslauf, mit deinem Studium, mit deinen ganzen beruflichen Stationen, dass dann unten plötzlich ein Artikel kommt oder ein Abschnitt kommt, Kontroverse, ja, also wie ist es jetzt für dich, nachdem du dich öffentlich so positioniert hast und sagst, Moment, ich muss hier Kritik äußern, hier läuft was schief, was hat das für dich beruflich bedeutet? Ja, erstmal war es irgendwie ein Prozess, der organisch kam, würde ich sagen. Also ich würde selber sagen, aus dem Rückblick, ich habe mich immer normal kritisch geäußert, wie in den letzten Jahren auch. Nur habe ich das Gefühl, vielleicht wie viele andere auch, dass sich die Umstände oder das Milieu verändert haben, indem wir die Kritik äußern. Und da kommt es dann eben zu den Brüchen, die man unter Kontroversen bei Wikipedia liest. Der Wikipedia-Eintrag ist noch relativ neutral gehalten, vielleicht deswegen, weil ich da ab und zu mitschreibe. Aha, sehr gut. Aber ja, im Grunde hat es mich aus dem Mainstream ein bisschen herausgekegelt. Das finde ich nicht weiter schlimm. Ich habe meine eigene Publikation gegründet und nehme es mehr oder weniger gelassen zur Kenntnis, dass sich einfach die Umstände unserer Arbeit dauernd verändern. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren. Es geht im Kern immer nur darum, können wir den Stoff liefern, den wir den Lesern, den Zuschauern schuldig sind, damit sie sich ihre eigene Meinung zu einem bestimmten Thema bilden können, ja oder nein. Wenn ich den Stoff im Mainstream liefern kann, mache ich das gerne. Wenn ich das eben nicht mehr kann, muss ich auf andere Plattformen ausweichen. Also ich sehe das Ganze erstmal pragmatisch. Ich glaube, dass sich diese Situationen, die gab es immer wieder, die werden sich auch weiter wiederholen. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich mit vielen Umschwüngen verbunden gewesen. Also ich musste mich von quasi 0 auf 100 umorientieren. Und ja, bisher kann ich aber sagen, hat sich das für mich eher gelohnt. Ich habe jetzt meine eigene Publikation, ich habe mein eigenes Publikum, www.freischwebende-intelligenz.org. Bekomme weitaus mehr Leserbriefe, als ich damals bekommen habe, als ich für die NZZ gearbeitet habe. Habe insgesamt eine direkte Verbindung zu meinen Lesern und bin darüber froh, weil ich davor eher das Gefühl hatte, ich stehe hinter so einem Schleier und man sieht weniger die Person des Autors als vielleicht die Publikation, die bekanntere NZZ oder die Welt oder wer auch immer da, für wen auch immer ich da geschrieben habe. Also insofern ist für mich jetzt die Situation durchaus eine gesicherte, aber mit ein paar Brüchen im letzten Jahr. Und insgesamt bin ich froh, eine direktere Kommunikation mit den Lesern zu haben. Wie hat denn dein persönliches Umfeld darauf reagiert? Also sprich jetzt Familie, Freunde, aber auch Kollegenkreis, beruflich. Du bist Volljurist, du bist wahrscheinlich auch eingebettet gewesen in gewissen Kreisen. Wie war da die Resonanz, als du angefangen hast, dich dermaßen kritisch zu äußern? Naja, ich bin ja publizistisch schon eher
ein Einzelkämpfer immer gewesen. Also insofern, ich war gar nicht groß eingebunden in viele juristische Netzwerke. Ich meine, ich habe Jura studiert, ich habe promoviert, ich war an der Uni tätig, 6 Jahre lang an der Sorbonne in Paris. Aber ich war jetzt nicht in einem festen Kanzleiumfeld oder mein Freundeskreis war jetzt auch nicht ein gediegen juristischer, wo ich da jetzt auf einmal aufgetaucht bin als Querkopf oder so. Übrigens, Querdenker steht in meinem Facebook-Profil schon seit, glaube ich, 2008, als es noch kein Schimpfwort war. Und ich habe Okay. mich auch nicht irgendwie bemüßigt gesehen, das jetzt zu ändern, nur weil es zum Schimpfwort wurde für manche. Also insofern, wer mich lesen wollte, konnte mich davor lesen. Ich glaube, ich bin als kritische Stimme davor schon bekannt gewesen. Und insofern, ja, die Freunde, die ich hatte, die meisten sind, denke ich, geblieben. Es sind ein paar neue, viele neue eigentlich dazugekommen. Aber ja, ich habe durchaus auch Kontakt mit Leuten, die jetzt nicht so kritisch drin sind in dem Thema Corona wie ich. Und ich finde das nach wie vor auch wichtig, dass man eben nicht dieses Gefühl bekommt, einfach nur noch ja, Einwegkommunikation zu betreiben mit Leuten, die eigentlich das ganz genauso sehen. Insofern, ja, als Publizist muss man Einzelkämpfer sein. Ich bin davon überzeugt, dass man einen Blick auf die Gesellschaft nur dann möglichst objektiv einnehmen kann, wenn man nicht dauernd in sehr viel Kontakt drin ist mit vielleicht Redaktionsgruppen, mit ja, sagen wir mal, einem gewissen Milieu, was einen vielleicht auch prägt. Also ich kann sagen, ich bin wenig vorgeprägt von anderen Menschen. Ich habe nicht dauernd Leute um mich herum, die auf mich einreden. Und insofern kann ich mir, glaube ich, relativ unbefangen meine Meinung bilden auf die Dinge, die ich so sehe. Und ich kann sagen, ich gehe da ja auch ohne Rücksicht auf Verluste an die Themen ran. Mir kann es wirklich egal sein, was andere darüber denken, was ich schreibe. Und wichtig ist, dass es dem Leser etwas bringt und ja, letztendlich dann auch der Gesellschaft. Aber alle Texte, die man so schreibt, verblassen schnell, wenn man auf einmal so einen Film macht und merkt, okay, das ist einfach ein viel zugkräftigeres Medium. Es ist viel einfacher, Menschen über einen Film zu erreichen, merke ich gerade selbst. Das ist jetzt auch eine neue Erfahrung für mich. Wir haben eine ganz tolle Resonanz, 250.000 Views in einer Woche auf Rumble. Das ist jetzt nicht die prominenteste Plattform für Videos, ne? Die Leute kennen vor allem YouTube, aber es funktioniert sehr gut. Wir haben die ersten Kinos, wir laufen gerade im Kino Stüssihof in Zürich. Gerade bekam ich eine Mail, auch für dich interessant, Marein, dass sie noch eine weitere Woche dranhängen wollen, weil die Veranstaltungen offenbar ausgebucht sind. Wir sollen auch Unglaublich. mehreren Wow. Sitzungen noch kommen. Am 19. Mai sind wir in Basel, am 20. in Köln, am 19. glaube ich auch nochmal in Hamburg. Also das geht jetzt gerade, ist so eine Kettenreaktion, die uns da auch ein bisschen überrollt, muss ich sagen, weil wir sind ein kleines Team. Wir haben das mit Marein eigentlich zusammen gemacht, mit noch Kameraleute, Leute für Schnitt, noch meine Freundin mit dabei als Assistentin. Also es ist wirklich eine Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppe. Es ist der engste Kern. Mehr sind wir nicht. Wir haben keinen großen Apparat hinter uns, keinen, der Mails beantwortet oder Merchandising verkauft. Also insofern sind wir selber sehr baff, also ich zumindest von der Reaktion. Und das ist ja, es ist schön zu sehen, dass es quasi ein Produkt gibt jetzt, worauf man die Leute niedrigschwellig verweisen kann. Da muss man nicht 2 Stunden Text lesen, sondern man kann sich einfach hinsetzen, den Film anschauen und dann über alle Sachen, die einem da entgegenkommen, wo man vielleicht auch streiten kann, bestimmt auch streiten muss, bei vielen Fragen, auch mit Andersdenkenden, dass man da einfach ins Gespräch kommen kann. Das finde ich den Reiz dieses Mediums Film und es hängt natürlich auch sehr stark daran, wie Marein das künstlerisch umgesetzt hat, dass es eben funktioniert und die Leute anspricht und das funktioniert gut. Danke für die Brücke, dass wir gleich überleiten können zu Marein. Ich hätte jetzt noch 1 Million Fragen an dich zu all diesen Texten und so weiter, aber es geht ja heute hauptsächlich um euer gemeinsames Werk. Marein, wie kam eigentlich der Kontakt zustande? Wie seid ihr miteinander? Wart ihr befreundet vorher oder wie ist die Kooperation zustande gekommen? Ich glaube, irgendwie Ende letztes Jahr hat Milosch mich irgendwann mal geinterviewt in ein Magazine, ein Schweizeres Magazine, glaube ich. Und
Da haben wir, via Zoom haben wir, sag mal, das erste Mal Kontakt gehabt und ich glaube, einen Monat später kam Milos mit der Idee, hast du keine Lust, einen Film über Corona zu machen? Und ich hatte gerade eilig einen Film gemacht über Windenergie, da auch eine relativ, naja, eine Kontroverse. Und aber mein Gehirn sagte eilig von, puh, ich brauche eilig ein bisschen Pause, aber mein Gefühl sagte sofort ja. Und ich habe das auch zugestimmt. Und dann sind wir eigentlich, bin ich einfach losgegangen. Und hat Milos noch gesagt, kann ich mich noch erinnern, naja, da gibt ein klein bisschen Budget, habe ich vielleicht, aber ja, da muss man mal gucken. Und ich sage, ja, na, lass das mal und wir gucken erstmal, ob wir überhaupt einen Film hinkriegen. Und nachher können wir reden über alle andere Sachen, aber lass uns erstmals der Film nicht von aus einem Budget kommen, aber von Herz und Seele. Und das haben wir eigentlich gemacht und wir sind, ich glaube, in der Schweiz angefangen mit das Referendum. Und ja, von da aus war das Gefühl eigentlich mit Milos und Lilly auch so gut, eigentlich, dass ich auch das Gefühl habe, und jetzt schaffen wir den Film und relativ in kurzer Zeit haben wir das eigentlich hingekriegt. Und ich glaube, das war auch der Magie, dass wir uns frei, wir waren eigentlich, wir haben uns freigelassen. Keiner hat sich reingemischt oder so. Jeder hat das Vertrauen gehabt von, dass irgendwie kommt der Film raus. Und wir waren relativ klein. Weißt du, wir sind nur Milos und ich, hatte das Initiativ, oder eigentlich eher Milos. Und nur eine Kameramann und mehr war nicht dran eigentlich. Und das gibt einem Filmemacher auch ganz viel Freiheit. Ja, wenn nicht so ein Ja. Riesenapparat hinten dran hängt, der ständig Genau, reinredet und genau. Und ja, das hat dafür gesorgt, dass der Film eigentlich relativ schnell gemacht werden konnte. Und mit auch noch eine gewisse, ja, das hört sich ein bisschen doof an, aber mit einem gewissen Spaß. Man hat wirklich mit Herz und Seele der Filme gemacht. Nicht nur als ein Aktivist, aber auch mehr als ein ja, Cinematograf, einen Filmemacher, der auch Leute ein bisschen Humor bieten will, ein bisschen Gefühl und Emotionen, die eigentlich fehlen in die ganze Debatte. Ne? Alles ist so plattgeschlagen und alles ist auf Grafiken, Statistiken und da ist kein Menschlichkeit mehr. Und das haben wir, glaube ich, in dem Film schön drinne und dass Leute auch wirklich als Mensch mitgenommen werden in die vergangenen 2 Jahren. Hattet ihr eigentlich ein Drehbuch vorneweg, ein Skript oder seid ihr einfach mal losgezogen und das Ganze hat sich dann sozusagen entwickelt, je mehr Leute ihr getroffen habt und das Material wurde dann montiert am Schluss? Eine Gute Frage, ne? ich finde, eine gute Dokumentarfilm muss Chaos sein, weil man kann kein Skript schreiben, ob ein Drehbuch machen, ob ein Dokumentarfilm. Da muss natürlich eine Frage sein von was ist passiert? Das war eigentlich die Frage. Und von dort aus sind wir eigentlich langsam Schritt bei Schritt weitergegangen. Und ich habe mich nicht leiden lassen durch ein Drehbuch oder auch der erste Satz konnte von mir aus auch verschwinde, halber Wege der Film. Das ist Dokumentarfilm. Man weiß nicht, wo das Ende hinführt. Und letztendlich hat man so viel Material, dass man denkt, okay, jetzt, das ist, glaube ich, eine Geschichte. Und Also das. er ist ja ziemlich lang, 2 Stunden 10, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was mir aber sehr gut gefällt im Vergleich zu anderen Filmen, gerade auch Dokumentarfilmen, man wird nicht permanent mit Informationen erschlagen. Also es gibt viele Passagen, wo man dich sieht mit nur Naturgeräuschen am Lagerfeuer oder man sieht dich fliegen und du sagst einen Gedanken und lässt ihn wirken. Es kommt Musik im Hintergrund. Man hat als Zuschauer die Möglichkeit, das Gesagte, das Gehörte gerade mal zu verarbeiten. Und man wird nicht schon mit dem nächsten Thema beschäftigt und es resoniert dann in einem und was macht es eigentlich? Und das ist, finde ich, die Stärke von diesem Film, dass man in diesen Bildern einfach schwelgen kann, dass man es auf sich wirken lassen kann und dadurch bekommt er eine ganz neue Kraft. Also ich muss gestehen, ich habe ihn wirklich sehr genossen, obwohl die Themen natürlich erschlagend sind. Es gibt ein paar Szenen, die einen, da kommen wir natürlich auch noch drauf, da wo man dann wirklich da sitzt und sagt so, boah, jetzt muss ich jetzt erstmal, ich glaube, jetzt schalte ich erstmal aus. Ja. Aber wirklich
an euch beide, da habt ihr das richtige Gespür gehabt und ich kann jedem Zuschauer, der unser Interview jetzt sieht und der den Film noch nicht gesehen hat, sobald wir aufhören zu reden, direkt den Film anklicken und das gerade, was wir besprochen haben, dann einmal selber auf sich wirken lassen. Gleich die Frage vorweg, die Resonanz, die jetzt kommt. Du sagst, im Kino in der Schweiz wird es jetzt quasi verlängert. Der ist seit dem 10. Mai ist er jetzt quasi verfügbar. Das sind jetzt gerade mal ein paar Tage. Und was ist so an Resonanz gekommen, positiv als auch negativ? Was ist euer Stimmungsbild jetzt gerade? Marijn, magst du vielleicht selber als Filmemacher selber kurz antworten? Überwältigend eigentlich. In 5 Tagen und ich glaube, heute Morgen habe ich mal geguckt, 250.000 Views auf Rumble und ich hatte keinen Rumble-Account, also ich bin auch von null an angefangen, 5 Tage zurück. Also das war für mich undenkbar eigentlich. Und sehr viele positive Nachrichten, auch kritische Nachrichten natürlich, Leute, die da gar nicht mit einverstanden sind. Aber hey, das ist Dokumentarfilm, dafür machen wir auch unsere Arbeit, dass wir auch gegenseitig, ich meine, man muss mich auch nicht glauben, man muss der Film auch nicht glauben. Und gerade was du erzählt über, man kriegt viele Sachen, sag mal, in der Film mit, aber man hat auch selber als Zuschauer der Zeit, um dasselbe mal eine, man wird irgendwie auch gezwungen, eine eigene Meinung darüber zu bilden, weil ich mache das nicht. Und das sind wir eigentlich bei uns nicht gewöhnt. Man will lieber Dokumentarfilme wie Al Gore oder David Attenborough, die sagen, die Welt geht unter, so muss man handeln, Punkt. Und ich mache eigentlich, ich hoffe, ich mache ein bisschen das Gegenteil, dass ich These aufwerfen und nicht unbedingt der Wahrheit vermittelt. Und das liebe Leute auch, höre ich, aber das verwirrt auch Leute. Und Verwirrung ist natürlich auch eine Art von Panik und da wird manchmal abreagiert auf der Filmemacher. Mhm. Aber genau das wisst man eigentlich auch vorab und da kann ich eigentlich auch ganz gut mit umgehen und manchmal sind da auch gute Kritiken dazu und die nehme ich auch gerne mit. Also ich denke, dass der Film wirklich ein Erfolg ist, weil ich viele verschiedene Stimmen eigentlich bekomme und genau dafür ist Demokratie auch gegründet, dass da auch irgendwie eine gewisse Polarisation sein muss, was miteinander redet über die Sache. Und man hat Vorteile und Nachteile vor Standards und Gegenstandards. Und wenn man in Gespräch bleibt, weil darum geht es, dann findet man irgendwie den Mittenweg, was Demokratie heißt. Und das versucht der Film eigentlich so ein bisschen zu schaffen. Mhm. Was wirklich sehr gut ist, nicht nur diese langsamen Passagen oder wo nichts gesagt wird, sondern dass man dich als Erzähler sieht im Film, aber du sprichst nicht in die Kamera, sondern es kommt aus dem Off. Das ist auch ein ganz interessantes Stilmittel, habe ich gesehen. Also du bist nicht so mit dem Zeigefinger und so ist es, sondern das sind deine Gedanken. Du nimmst die Menschen mit auf deiner Gedankenreise, auf deiner Erkenntnisreise sozusagen und gehst von Protagonist zu Protagonist und dadurch ergeben sich dann die ganzen Informationen und das Bild entsteht dadurch, ja. Das ist auch der Grund, warum ich selber im Bild bin, weil eigentlich, ich habe Jahrzehnte vorab, dass ich angefangen bin, mit dieser Art von Filmen zu machen, war ich selber gar nicht vor der Kamera. Noch stärker, ich habe immer behauptet, wenn ich irgendwann für der Kamera stehe, da ist was los. Dann ist es falsch, weißt du? Und jetzt sind wir in der Zeit belandet, dass da wahrscheinlich auch etwas schief geht. Deshalb rede ich für die Kamera. Aber der Grund, warum eigentlich, ich bin angefangen mit Klima, einen Film über Klimawandel zu machen. Und ich habe gemerkt und gespürt, dass es so ein hochsensibles Thema und ich kann keinen Journalist finden oder Protagonist oder Schauspieler, der für die Kamera öffentlich eigentlich auch zweifelt. Der die einfache Fragen stellen kann, warum, ich verstehe es nicht, erklär mich bitte nochmal, der irgendwie auch eine Naivität hat, was viele Leute haben natürlich. Und viele Leute haben nicht mehr den Mut, die einfache Frage zu stellen, warum geht es eigentlich? Und ich glaube, das sind die wichtigen Fragen. Und dann dachte ich, ja, wenn keiner das will oder kann, dann
muss ich dasselbe machen. Und das ist der Grund, dass ich selber eigentlich im Bild bin und ich zweifle selber auch an ganz viele Sachen. Und das will ich auch gerne in der Film mitnehmen, dass es auch menschlich ist, zu zweifeln. Mhm. Sicherheit, also, ich finde es schön, wenn Leute zweifeln, verzweifelt sind, weil verzweifelt sind heißt eigentlich, das ist der erste Schritt zum Nachdenken. Und das müssen wir eigentlich mehr zulassen in unserer Gesellschaft, dass keiner hat die Wahrheit. Die Wahrheit ist eigentlich die Demokratie. Wo können wir mit leben zusammen? Und mhm. das versuche ich eigentlich auf meine Art und Weise, sag mal, rauskriegen. Also das war mehr ein Mangel an Werkzeug in der Film, dass ich selber im Bild bin, dass es so entstanden ist. Das war aber es hat funktioniert. Du funktionierst als Protagonist und ich schaue es ja auch als Filmemacher an. Du wirkst so nachdenklich und so unprätentiös, weißt du, so unaufgeregt und dadurch wirkt es authentisch. Milosch, wie war das für dich, als du das Werk zum ersten Mal gesehen hast? Ich meine, du hast natürlich den Entstehungsprozess mitbekommen, da ist es immer irgendwie schwierig, da Distanz zu haben, aber als du dann die fertige Montage hattest vor dir, was war dein erstes Gefühl über ja, die Aussage von dem Film? Ja, erstmal fand ich es ganz, ganz toll, dass man rein als Außenstehender an dieses Thema rangegangen ist. Ich finde, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Er ist nicht jemand, der, sagen wir mal, Teil dieser kritischen Corona-Bubble ist, sage ich mal. Ne? Also quasi schon mittendrin im Thema, alles schon x-mal gehört. Als wir angefangen haben, an dem Film zu arbeiten, ging es eigentlich darum, dass Marijn mehr oder weniger wie der unbefangene Betrachter eigentlich rein ins Thema geht. Ne? Also natürlich, jeder hat seine subjektiven Ansichten, auch wir haben die natürlich, auch jeder unserer Protagonisten hat die. Aber das Ziel war es eigentlich, ein Panorama zu schaffen, das weiter ist, breiter ist als das, was man in den letzten 2 Jahren in Zeitungen oder in der Tagesschau gelesen und gesehen hat. Und natürlich der Moment, wo man den Film zum ersten Mal sieht, dadurch, dass man viele der Dreharbeiten auch verfolgt hat, man weiß natürlich, es kommt was anderes, es kommt ein Zusammenschnitt, der vielleicht manchmal einen Bruch hat oder nicht immer die Szene ist, die man vielleicht noch im Kopf hatte. Also ich fand es wirklich überraschend, dass so viele Dinge drin waren, die ich selber nicht gewusst habe, obwohl ich an dem Film ja mitgewirkt habe, hinter der Kamera oder ganz kurz auch vor. Und diese auch Zusammenschnitte, dieser Aufbau, dieser cinematografische Aufbau, der wurde mir erst im zweiten und dritten Durchgang eigentlich richtig bewusst. Beim ersten Mal habe ich eher so geguckt, wo sind die Unstimmigkeiten, da geht man mit einem anderen Blick ran, so eher wie ein Korrektor. Aber beim zweiten, dritten Mal habe ich ihn mir wirklich als Zuschauer angeschaut und habe ich gemerkt, wie schön der Film einfach aufgebaut ist, auch von der Dramaturgie her, mit welchen Personen wir anfangen. Ulrike Gero, die uns eigentlich eine sehr, sehr wichtige Frage schon am Anfang aufgeworfen hat oder mit auf den Weg gegeben hat, die sich durchzieht durch den ganzen Film. Und unter dieser Frage würde ich mir auch wünschen, dass das Publikum diesen Film anschaut, nämlich die Frage, die seit Platon im Raum steht, wir müssen in einer Demokratie über den Stoff, den wir dann zur Verhandlung für unsere Entscheidungen heranziehen, irgendwo eine Einigkeit herstellen. Also wir brauchen eine gemeinsame Kommunikationsbasis. Wir müssen den Stoff sammeln. Sonst können wir uns nicht unterhalten über alles. Ne? Also die Fragen eben, die dort auftauchen, sind so nicht wirklich gestellt worden. Oder wir haben die verrückte Situation, dass sich ein Gesundheitsminister Deutschlands hinstellt und sagt, naja, die Impfstoffe sind nebenwirkungsfrei. Wo man allein schon aus pharmakologischer Sicht sich fragen muss, Pharmakologen sagen uns, wenn etwas ohne Nebenwirkung ist, ist es wahrscheinlich auch ohne Wirkung. Ja. Also schon mal an diese Frage. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Leute, die sagen, auch Wissenschaftler, naja, diese Impfstoffe sind eventuell nicht nebenwirkungsfrei und vielleicht sind sie sogar schädlich. Na, also irgendwo in diesem Spektrum soll sich der normale Bürger eine Meinung bilden, das ist ja eine Situation, die es historisch noch nie gab. Da erzählen bestimmte Wissenschaftler das genaue Gegenteil von dem, was die Politik und die Pharmabetriebe sagen. Mhm. Und dann wird auch noch dieser kritische Teil ausgespart. Also
wir haben diesen Stoff bisher nicht gesammelt bekommen. Wir haben vielleicht verstreute Artikel, wir haben viele Telegram-Nachrichten und so weiter, viele Kanäle, viele auch kritische Inhalte. Aber mal so die gesamte Geschichte, mehr oder weniger mit all den Kritikpunkten, die es gibt, vom PCR-Test über Überwachung, China, Technokratie, bis hin zu den Impfstoffen mal gedrängt zusammenzubringen, das war eigentlich die Hauptaufgabe. Und dass Marijn das so toll umgesetzt hat, liegt natürlich in seinem Talent und auch in der Art und Weise, wie er bestimmte Dinge aufgreift. Und was sehr geschickt gemacht ist, ist, dass manchmal eben Aussagen kommen, wo man erst mal denkt als auch Selbstbeteiligter, oh, das ist ja schon eine krasse Aussage. Aber dann kommt ein zweiter und ein dritter Experte, der das Gleiche nochmal auf eine andere Weise sagt und einfach vertieft. Und auf einmal merkt man, okay, das setzt sich so in Sedimenten in eine andere Schicht ab. Also insofern wird man auf eine Reise mitgenommen. Ich habe mir so als erster Betrachter gedacht, okay, das hätte noch ein bisschen rasanter sein können, weil irgendwie Netflix und schnelle Schnitte und keine Ahnung mehr, kavum. Aber das wäre falsch gewesen, weil wen wollen wir erreichen? Marijn hat das schön gesagt, schau, das sollen auch deine Eltern sich anschauen können. Da braucht es auch mal Passagen, wo man nachdenken kann, wo man mal rauszoomt, wo man von der Drohne von oben mal guckt oder mal rein ins Lagerfeuer schaut. Und insofern, glaube ich, kann man sich auf den Film einfach einlassen und schauen, wo man am Ende dabei rauskommt. Und wenn man ihn sich mit anderen Leuten anschaut, die vielleicht anderer Meinung sind, kann man genau über diese Punkte reden. Und das ist eigentlich unser Ziel. Mal den Stoff zu sammeln, den man so noch nicht gesehen hat, nicht vielleicht auch in dieser gedrängten Form und in einem Spektrum, wie es ja im Mainstream in den letzten 2 Jahren verboten war. Und das ist eine demokratietheoretische Aufgabe, würde ich sagen, auch ein Anspruch, den man quasi erfüllen muss, wenn man ehrliche Dokumentationen dreht. Ja. Jetzt ist ja so, dass so ein Film im Mainstream nicht unbedingt groß beworben wird oder groß beliebt ist, nachdem wir unsere Erfahrungen in den letzten 2 Jahren sind ja in die Richtung, dass alles, was kritisch ist zu dem großen Narrativ, wird geblockt, abgeschaltet, desinformiert und so weiter. Wie könnt ihr denn den Film jetzt vertreiben? Wo läuft er? Wo kann man den sehen? Haben Amazon, Netflix drauf reagiert? Wie sind da eure Pläne, dass das jetzt wirklich auch ein großes Publikum erreicht? Soll ich? Wer vielleicht mal rein, was denkst du als Filmemacher, was wäre da jetzt das wichtigste Momentum? Naja, meine Hoffnung ist immer, und ich glaube irgendwie auch dran, das kann auch naiv sein, aber dass eine Film, wenn man eine gute Film macht, ein gutes Produkt macht, dann läuft das von eigenes. Das ist, weißt du, und das wird verbreitet, da braucht man gar kein Marketing für. Das wäre der meist ehrliche Weg, der Film gehen kann. Aber ich weiß auch, dass es vielleicht nicht so ganz funktioniert. Und ja, ich hoffe, dass der Film eigentlich nicht so schnell geht. Der kann auch von unten auskommen. Ne? Das finde ich eigentlich sogar noch am besten. Dass, guck mal, wir haben den 19., der 20. Vorführungen in Zürich, in der Schweiz, wäre ganz viele Vorführungen. Und langsam wird das verbreitet. Und ich hoffe wirklich, dass wir so ein Publikum bauen, was nicht schnell ist, nicht eine Woche mal so viel Views und dann sind die weg, aber dass es wirklich viel mehr bringt, aber das muss wachsen und das muss vor allem auch organisch gehen. Die Wille von der Mensch muss dahinter stehen, nicht der Wille von der Filmemacher. Und ich denke, ich hoffe, dass es auf diese Art und Weise seinen Weg findet. Und ich glaube auch an, weil viele Leute schreiben mich auch an, ich habe den Film angesehen, ich bin begeistert und ich habe den angeschrieben, um den Film anzusehen. Der Fernsehen in Holland habe ich angeschrieben, in Deutschland habe ich angeschrieben, guckt der Film an. Also wenn viele Leute das machen und der Druck von unten groß wird, dann wird da etwas ändern und da wird der Film auch sich selbst aufbauen, glaube ich. Hoffe ich. Ich glaube, das im Grunde ist es ja auch ein Film von den Menschen für die Menschen. Also wir haben ja ein Bedürfnis bei unseren Lesern, bei unseren Zuschauern mehr oder weniger gesehen und dem entsprochen, mehr oder weniger mit einem Produkt, über das jeder natürlich eine eigene Meinung haben kann. Aber
dieses von unten nach oben zu arbeiten, ist unsere Geschäftsgrundlage, kann man sagen. Und ich muss sagen, ich arbeite so auch am allerliebsten, wenn ich mit jemandem rede und man merkt einfach, das Thema steht im Vordergrund und nicht erstmal Budget oder oh, wir brauchen noch das und das und alles viel komplizierter, sondern was ist erstmal möglich, wenn man vom Möglichen ausgeht. Und insofern denke ich mal, haben wir uns auch im Vertrieb in diesem, sagen wir, Graswurzeldenken weiter bewegt und haben gesagt zu den Leuten, passt auf, jeder kann den Film anschauen, organisiert doch Screenings, private Screenings. Na, wenn ihr ein Vereinsheim habt, ein Crowdworking Space oder einfach einen alten Bauernhof, eine Scheune oder einfach ein größeres Wohnzimmer, ladet Leute ein. Hier könnt ihr euch den Film runterladen mit Untertiteln. Schaut ihn euch gemeinsam an, schickt uns vielleicht noch ein Foto. Und wenn ihr noch Kinos kennt, sagt uns Bescheid. Und wir gehen gar nicht so groß jetzt auf Amazon, Netflix, sondern wir schauen einfach, dass möglichst viele Leute diesen Film bekommen können und den anschauen können. Und diese Art von unten nach oben gehen, finde ich auch das Organische, das Ehrliche und ja, letztendlich vielleicht das, was die Leute am meisten selber auch umsetzen wollen. Waren die Vorstellungen bisher im Kino immer voll besucht? Waren die ausverkauft? Das ist eine gute Frage, das weiß ich noch gar nicht. Also wir haben jetzt am 18. eine, die, wo wir auch angekündigt sind für Q&A in Zürich im Stüssihof. Die ist ausgebucht, die wollen jetzt am 19. gleich noch eine machen, auch nochmal mit Q&A. Oftmals sind die letzten auch recht gut besucht gewesen, nehme ich an. Und ja, die wollen eine Woche verlängern, also es scheint gut zu laufen. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen bekommen bisher und ja, insofern... Wir werden so mit Nachrichten bombardiert, dass wir selber noch gar nicht den richtigen Überblick haben darüber, was genau jetzt läuft. Aber wir haben das Gefühl, da gärt viel auch bei den Leuten. Und die Leute sind ja selber quasi daran interessiert, diesen Film als Vektor zu nehmen, um ihr Thema der letzten 2 Jahre, was einfach nicht bedient worden ist, in den Raum der Öffentlichkeit zu bringen. Also es ist eine sehr interessante Situation. Erstmal sind es nicht quasi Medien, öffentliche Medien oder irgendwelche Leitmedien, die quasi ja die öffentliche Meinung mehr oder weniger bespielen, sondern die Menschen selbst haben das Gefühl, dass die öffentliche Meinung unkomplett ist und sehen quasi diesen Film neben anderen Werken bestimmt, aber vor allem jetzt diesen Film als Vehikel, um diese Lücke zu schließen und dieses Mosaik einmal zusammenzusetzen, was die letzten Wochen, Monate immer nur so bruchstückhaft aufgetaucht ist. Und viele Nachrichten, die wir ja bekommen, sind so ja schockierend und immer schockierender, dass man viele Dinge auch wieder vergisst. Und dafür ist so ein Film natürlich auch sehr hilfreich, dass man es wieder mal zusammengefasst bekommt. Marein, meine nächste Frage, ich habe so viele Fragen an euch, ich versuche es mal jetzt auf den Inhalt ein bisschen zu packen. Die Aussagen in dem Film sprechen ja für sich. Also ich will jetzt nicht von einem Kollektiv sprechen, aber die Menschen, die kritisch waren gegenüber diesem Thema in den letzten 2 Jahren, die finden vieles, was da gesagt wurde, schon wieder. Meine Frage konkret ist, warum denkt ihr beide, dass für so viele Menschen in unserer Gesellschaft, jetzt nicht nur die Deutsche, sondern weltweit, warum es da so ein großes Problem ist, sich diesen Themen, dieser anderen Erklärung des ganzen Geschehens zu nähern? Weil wir merken richtig, wie Leute diese Informationen abstoßen, nee, das will ich gar nicht wissen, hör auf, das zu kritisieren, man hat schon fast wie so eine Monstranz, die man vor sich herträgt, die Regierung hat das richtig gemacht, wir müssen da vertrauen und so weiter. Die erste Frage ist, warum sind die Leute so verhaftet in diesem Glauben an die Obrigkeit und was glaubt ihr, was es nötig ist oder wie man das durchbrechen kann, dass man diesen unbedingten Willen an das Gute in der Regierung, dass man das irgendwie aufbrechen kann? Ich glaube, das Erste war, der Angst hat Leute im Griff und das ist die Frage, wem war als Erste mit der Angst und der Angst bleibt und das ist ganz schwer wieder zu brechen.
Das heißt, in der kognitiven Wissenschaft heißt das, wenn der Angst groß ist, dann schaltet das reptile Gehirn vorne oder hinter, weiß ich nicht genau. Aber das ist wirklich, da geht der Körper oder der Geist in Überlebungsstand. Und dann sucht man Hilfe. Und die Hilfe wird angeboten durch die Regierung, durch die Politiker, durch die Pharma. Und dann kommen da die Querdenkers, die dann in einmal sagen von, pass auf, wo vielleicht ist da noch ein anderes Narrativ. Und dann sind die Querdenkers natürlich die Bedrohung von die Leute in Angst. Und das ist alles auch zu verstehen. Ne? Und womit bricht man das? Es ist ganz schwer, das reptile Gehirn auch wieder umzudrehen. Das kann man nicht. Das ist das Gleiche, wenn ein Flugzeug, was mit 800 km/h durch die Luft fliegt, kann man nicht in einmal rückwärts fliegen lassen. Das ist unmöglich. Also man muss Seite an Seite stehen und langsam in Gespräch gehen und da biegt sich der Richtung von eigenes, organisch, weißt du? Und das ist eigentlich, ja, was wir mit dem Film vielleicht auch ein bisschen versuchen. Nicht ganz natürlich, man muss klare Sachen erzählen, aber man versucht eigentlich mit Liebe, mit Menschlichkeit, die Leute Hand in Hand zu nehmen und der Mut zu bieten, um zu zweifeln und in Gespräch zu bleiben auch, egal ob der andere Seite aggressiv reagiert oder nicht. Ich glaube, Liebe, mit reiner Liebe sind da keine Kriege, auch keine Korruption. Und ich glaube, das ist der Weg, dass wir mit aller Menschlichkeit, guck mal, es ist der Demokratie steht und fällt mit, reden wir noch miteinander oder nicht. Das ist, und wenn man nicht mehr miteinander redet, dann der nächste Schritt ist ein Krieg. Das ist ganz einfach. Weißt du, wenn man nicht reden kann, aber und man spürt die Unruhe, dann geht man kämpfen um das, um der Wahrheit. Und das sollen wir eigentlich absolut vermeiden. Und deshalb denke ich wirklich, ja, nochmals, reine Liebe kann auch ganz hart sein. Der Wahrheit ist hart. Und manchmal ist der Wahrheit sehr unbequem anzuhören. Und will man der andere schützen für der Wahrheit und sag mal nicht, weil vielleicht kriege ich dadurch Probleme. Aber genau die Probleme musst du haben, um wieder, weißt du, auf das gleiche Gleis zu kommen. Und das tut manchmal weh, aber da muss man verkämpfen. Demokratie ist kein Geschenk. Da müssen wir wach bleiben, wir müssen kämpfen und wir müssen auch den Mut haben, Leute anzusprechen, auch wenn es manchmal weh tut. Aber immer mit das Ziel, ich will Liebe zurückhaben, ich will Liebe für die Gesellschaft, für das Gemeinsame. Und ich glaube, der Mut müssen wir wieder zurückfinden und das kann man nur machen mit Menschlichkeit. Milos? Ich glaube, neben der Angst, die Maran ganz richtig anspricht, ist auch das Ego ein großes Problem. Ich meine, die Fragen, die man aufwerfen muss, wenn man anfängt, die Regierung kritisch zu hinterfragen, sind für viele zu monströs, als dass sie sich diesen Fragen ja so einfach hingeben können. Denn womit fängt es denn an und womit hört es auf? Wenn man sagt, okay, die Regierung hat uns belogen, dann ist man sofort bei der Frage, ja, okay, dann haben wir keine echte Demokratie, weil eigentlich sind wir der Souverän. Dann ist alles korrumpiert. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und das ist für viele ein Schritt, der ein bisschen zu groß ist, gerade auch bei Akademikern, die auch sagen, okay, ich bin doch ein gebildeter Mensch, ich habe mich doch aus 5 Zeitungen heute informiert, da steht überall das drin mit den Zahlen und alles ist gefährlich. Dann sollen die auch noch gelogen haben oder sollen auch noch übertrieben haben. Also dann fängt man vom Zweifel an der Regierung, geht rüber zu den Zweifeln an den Medien, dann zu den Zweifeln an der Wissenschaft. Das ist für viele auch eine Frage der, sage ich mal, der Orientierung, die dann im Raum steht, auch der Orientierungslosigkeit, ja, also eine Art von, sagen wir mal, nihilistischer Strudel, der sich dann auftut, weil man das Gefühl hat, man kann ja an gar nichts mehr glauben. Dann haben uns ja alle Institutionen mehr oder weniger hintergangen, die Kirchen noch dazu gerechnet, der Journalismus. Also dann
hängen die Leute so ein bisschen in der Luft. Aber ich glaube, dieser Zustand ist eigentlich der in der Demokratie normale. Auch wenn es dann heißt, irgendwie, ja, das ist aber nicht nur regierungskritisch, sondern verschwörungstheoretisch. Der Journalist muss eigentlich als Ermittler, als Verschwörungstheoretiker an die Themen herangehen. Er muss davon ausgehen, dass es irgendeine Hypothese gibt, der er nachgehen will, die er beweisen will, die er aufdecken will. Ein Journalismus, der nicht aufdecken will, hat aufgehört, Journalismus zu sein. Das ist PR, das haben wir zu Genüge, das haben wir nicht nur in den Medien, das haben wir bis in die Politik nach oben. Inzwischen hat man das Gefühl, dass die Lobbyisten nicht mehr nur die Politiker belagern, sondern dass die Politiker schon im Lager der Lobbyisten sind und sich quasi mehr oder weniger noch im politischen Betrieb ihre Sporen verdienen, um dann in der Industrie danach gut weiterzumachen. Also die Fragen sind zu monströs, die das aufwirft. Das Ego hängt daran, dass man geglaubt hat. Man wird quasi auch in dieser Situation ein bisschen zum erstmal Mitwisser gemacht, dann durch Passivität, durch Aktivität danach zum Mittäter vielleicht auch noch. Ne? Also erstmal sagt man nichts bei den Sachen, die einem kritisch vielleicht auffallen, oder man sagt noch am Anfang was und irgendwann macht man es nicht mehr und am Ende impft man seine Kinder 3 bis 4 Mal. Also dann auch zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht von Anfang an, nicht genau hinzuschauen, bedeutet auch Verantwortung für einen selbst zu übernehmen und für andere. Auch das ist dann mit Schuld und diesen Dingen behaftet. Also das ist sowohl psychologisch, egomäßig, intellektuell ein zu großer Brocken für viele. Insofern bleibt dann auch die Frage, wie will man sich einem Thema nähern, wenn man sich von jeder, sagen wir mal, kritischen Information fernhält, bleibt einem nur noch das Lernen durch Erfahrung. Und Erfahrung ist leider Gottes der, sagen wir mal, brutalste Lehrmeister. Mhm. Denn dann müssen Leute eben sehen, wie ihre Familie, die geimpft ist, trotzdem krank wird, wie Schauspieler im Alter von 50 oder 60 plötzlich und unerwartet versterben und es zu immer mehr Impfnebenwirkungen kommt, die man auf einmal ja auch in den Medien sieht und hört. Mhm. Aber eben 2 Jahre später. Das kann nicht die Aufgabe sein von Journalismus, 2 Jahre später über einen Sachverhalt zu berichten, während die ganze Schiene läuft. Das ist ja eigentlich der Skandal, den wir erlebt haben. Ja, Journalismus ist im Bereich der Geschichtswissenschaft. Da kann ich auch ein Geschichtsbuch aufschlagen nach 2 Jahren. Aber wenn ich nicht synchron oder halbsynchron ein bisschen mitbekomme, was überhaupt sich abspielt, dann sind wir auf einem ganz, ganz anderen Terrain. Und das ist, wir können für die Schlechtigkeit des Mainstreams nichts. Ne? Also wir haben nichts per se gegen Mainstream-Medien, wir haben aber was gegen schlechten Journalismus. Und dass wir das nur ein bisschen aufarbeiten müssen, ist dann einfach der Lage geschuldet, dass es kein anderer gemacht hat. Mhm. Ja, also wir hätten uns von Anfang an gewünscht, dass es eine Doku gibt. Und eigentlich 2 Wochen nach Corona-Ausbruch im März 2020 hätte es die ersten langen Reportagen geben müssen über China, über Wuhan und warum überhaupt die Chinesen ihre Grenzen schließen, die Deutschen oder die Europäer aber nicht. Also von Anfang an hätte man sich Fragen stellen können. Und ja, diese Aufarbeitung, die geschieht jetzt, die muss auch kommen, die wird auch kommen. Wahrheit ist wie ein Zombie. Die Wahrheit kann man unter der Erde verstecken und mit ganz, ganz viel zuschütten. Irgendwann regt sie sich wieder und steigt auf und kommt aus diesem ja, Grab heraus. Also das ist etwas, was ja, worauf man eigentlich die Uhr stellen kann. Und wir haben uns gefragt, ob das jetzt eigentlich eine gute Zeit ist. Und die Frage haben wir mit Ja beantwortet, diese Aufarbeitung mal zu beginnen. Weil jetzt ist, ja, jetzt haben wir Mai, jetzt ist nicht die Zeit der Coronaviren. Jetzt ist Russland, Putin, Ukraine auch stärker im Vordergrund. Und gleichzeitig ja, sehen wir, welche Folgen die Politik hatte die letzten 2 Jahre und können dieses Zeitfenster jetzt nutzen und wir müssen es auch nutzen. Und ich glaube, den Leuten ist bewusst, dass wir eine Chance haben, dass es einfach ab Herbst nicht mehr so weitergeht wie bisher. Auch, dass man sich vor Evaluierung, vor Verantwortung, vor Untersuchungen von Seiten der Politik einfach dem komplett verwehrt. Und dieses Zeitfenster ist gerade jetzt offen. Mhm.
nächsten Monate. Ich bin ja eigentlich der Interviewer hier und muss hier gezielt Fragen stellen, aber ich möchte die Situation nutzen, mit euch darüber auch zu sprechen, weil mir so ein Gedanke durch den Kopf geht. Ich versuche das mal so zu beschreiben. Ich habe von einem aktuellen Fall gehört von einer Ärztin, die in einem kleinen Dorf lebt, relativ kleine, ich glaube 1500, 1700 Leute gibt es da, und sie ist da die Ärztin und hat mehr oder weniger das gesamte Dorf geimpft, inklusive ihrer eigenen Familie, und hat jetzt selber Nebenwirkungen gekriegt. Also ich habe es nicht persönlich erlebt, sondern ein guter Freund hat mir die Geschichte erzählt. Und diese Ärztin hat jetzt durch ihre eigene Erfahrung von einer schweren Nebenwirkung, neurologischer Art ist das, glaube ich, plötzlich einen Anstoß bekommen für eine Umkehr vom Denken, so nach Motto, ich bin ja davon ausgegangen, dass das gar nicht der Fall sein wird. Und jetzt hat sie es selber erwischt und gleichzeitig noch in ihrer eigenen Familie auch. Also bei ihr kommt jetzt die Erkenntnis, dass sie nicht nur wahrscheinlich etwas sehr Dummes gemacht hat mit sich selbst, sondern Familie plus das gesamte Dorf. Und daraus dann eben dieser Gedanke entwickelt, ist das vielleicht einer der Gründe, warum so viele, gerade Ärzte und Wissenschaftler, überhaupt nichts davon erfahren möchten, was da eigentlich unterbewusst oder unterschwellig so mitschwingt, ja gar nicht mal unterbewusst, sondern was hier an Nebenwirkungen wirklich mitschwingt. Wir wissen jetzt vom Paul-Ehrlich-Institut, dass da eine 40-fache Untererfassung ist von diesen Nebenwirkungen. Wahrscheinlich ist das immer noch zu wenig. Also vielleicht konkret in eine Frage gepackt, die Marein, ich erinnere mich an die Szene, als du bei Dolores Cahill gesessen bist, in Irland ist das, glaube ich, ja, da seid ihr hingeflogen, und du dann plötzlich gesagt hast, das macht mir Angst, mit ihnen zu sprechen, ja, so, dass diese Angst, dieses Denken, das Undenkbare zu denken, dass das einer der Gründe ist, warum so viele aktive Teilnehmer an dieser ganzen Corona-Politik, dass die sagen, nein, das will ich jetzt gar nicht wissen, das kann ich nicht wissen, das darf einfach nicht sein, weil sonst wäre ich ja selber aktiv daran beteiligt gewesen, an der größten Katastrophe, die die Menschheit vielleicht je gesehen hat. Ja, und ich denke, die große die Schaden ist, die große das der Herausforderung auch ist, um zu sagen, es ist ein Problem, ich höre damit auf. Also ich kann es vorstellen, dass Leute es vielleicht sehen, aber nicht sehen wollen, weil die auch hinter das Kollektiv stehen bleiben. Ich nenne das auch manchmal institutional stupidity, institutionelle Dummheit. Hm? Mhm. Viele Interessen sind vernetzt miteinander, sozialer Druck zusammen mit finanziellen Interessen, und das halt Leute manchmal. Das sage ich nicht mit, dass das dumme Leute sind, aber die können dumme Entscheidungen machen, weil die in das Institut von Interesse und sozialer Druck sitzen. Und das sind alle schlaue Köpfe, die da arbeiten, aber die machen die Sache, weil jeder das macht. Und das hält Leute auch im Griff von Dummheit eigentlich. Und das sieht man auf mehrere Stellen in der Energiepolitik auch, aber man sieht das hier auch in der Medienpolitik. Und das ist einfach ganz schwer, da draus zu brechen. Aber ich glaube, das ist die institutionalisierte Dummheit, was Leute einfach in Griff halt von Dummheit. Mhm. Ja. Das ist ein sehr guter Begriff. Da kann man sich gut das als Bild machen, dass die Normopathie, wie es Dr. Marz auch sagt, ja, wenn ein Großteil der Menschen in einem Irrglauben verhaftet und nicht mehr rauskommt, dass die Institution selber gar nicht in der Lage ist, diese Dummheit, diesen Irrweg zu erkennen, weil ja dann alle falsch liegen würden. Der Chefarzt genauso wie der Schuldirektor oder der Staatsanwalt, ne, die sind gefangen in diesem Irrglauben, dass sie hier das Richtige getan haben müssen, ja, so. Es ist letztendlich auch ein Autoritätsproblem. Im Grunde kennen wir diese Situation aus der Psychologie als Herdentrieb, als Groupthink. Ne? Also das ist einfach ein Bias, den der Mensch inne hat, wenn er sich umgibt mit Leuten, die alle das Gleiche sagen. Was heißt Bias? Kannst du das erklären? Bias ist eine Verzerrung, eine kognitive Verzerrung. Man kennt das bekannte Beispiel von Kennedy, der mit seinen Beratern quasi am runden Tisch der Überzeugung war, es eine ganz tolle Idee, Kuba anzugreifen. Naja, die haben einfach alle gleich gedacht und kamen dann auf diese bescheuerte Idee und haben das auch nicht in Frage gestellt, weil sie haben sich gegenseitig hochgepusht.
Also dieses Groupthink, dieses Herdendenken ist eines der Probleme, die wir haben. Und wir sind nun mal in einer diversifizierten, arbeitsteiligen Gesellschaft, wo jeder glaubt, er verlässt sich am besten auf den anderen. Und dann kommt auch das Autoritätsproblem dazu. Das ist nicht nur der einzelne Arzt, der als Autorität auftritt, sondern der hat ja auch eine Autorität über sich. Der liest in der ersten Zeitung etwas, der spricht mit den Kollegen, die haben auch alle die gleichen Infos. Dann kommt noch die WHO, die quasi top-down ganz mit strammer Linie vorgibt, was man zu denken hat. Da denkt sich doch auch der kleine Arzt vielleicht, der Landarzt, naja, wieso soll ich jetzt das in Frage stellen, was diese tollen Experten und alle meine Kollegen machen es ja auch, wieso soll ich das jetzt hinterfragen? Ich will nicht entschuldigen oder jemanden freisprechen, dass man es nicht hätte ahnen können, dass da irgendwas im Busch liegt. Und ich glaube, es ist die Verantwortung eines jeden Arztes, all diese Mechanismen einzuhalten, die wir auch aus guten Gründen haben, nämlich den Patienten aufzuklären, zu fragen, welche Vorerkrankungen gibt es zum Beispiel. Gibt es überhaupt eine echte Einwilligung zur Impfung auf Basis einer informierten Entscheidung? Da würde ich viele Ärzte auch in der Pflicht sehen, ob die wirklich ihren Job gemacht haben, auch die Impfärzte. Also die will ich gar nicht aus der Verantwortung entlassen. Und wenn ein Arzt sich bei einem neu entwickelten Impfstoff auf mRNA-Basis, der binnen eines Jahres auf den Markt kommt und wie uns der BioNTech-Gründer in einem Interview gesagt hat, nicht im Film, aber in einer Zeitschrift, an einem Tag quasi entwickelt worden ist, während ein normaler Impfstoff, wir sind keine Impfgegner, ne, sei es gegen Masern, Polio und so weiter, 15 Jahre braucht, bis er auf den Markt kommt. Wenn sich da beim Arzt nichts regt, dann muss man sich fragen, okay, entweder seid ihr komplett brainwashed gewesen, also Gehirn gewaschen, oder ihr habt einfach eure ärztliche Ethik massiv verletzt. Und aus dieser Verletzung ergibt sich auch meines Erachtens ein strafrechtlicher Vorwurf. Man hätte einfach wissen können, dass sich da bestimmte Konsequenzen drauf anschließen. Und wir haben diese Beispiele x-mal gehabt. Da verzweifle ich einfach auch als Bürger und ein bisschen auch als Hobby-Soziologe. Warum kommen wir als Menschheit eigentlich nicht aus diesem Wechsel von während den Anfängen zu Hurra, wir machen wieder mit heraus? Ne? Also Contagan, all diese Sachen gab es doch x-mal. All diese Muster mit Menschenversuchen gab es in schlimmen Zeiten der deutschen Geschichte und woanders auch. Und kaum fängt es wieder an, machen alle mit. Also diesen Mechanismus verstehe ich nicht. Und diesen mal aufzuarbeiten und aufzubrechen, das ist auch, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche, große pädagogische Aufgabe, die uns in den nächsten Jahren bevorsteht. Und die müssen wir auch wirklich angehen. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt auch nochmal 10, 15 Jahre schweigen und dann irgendwann kommen die Ersten raus. Ne? Also das müssen wir jetzt angehen. Glaubt ihr, dass es eine Chance gibt, dass die Aufarbeitung wirklich auch passiert, dass also auch, na, ich will jetzt nicht sagen Köpfe rollen, dass da Leute dann eingesperrt werden, ich weiß nicht, wie das juristisch überhaupt sein soll, aber dass es die Möglichkeit geben wird, das Dickicht an Desinformation durchdringen und zwar jetzt auf einer großen Fläche, nicht wir, die wir sowieso schon kritisch waren und viele kritische Fragen gestellt haben, sondern dass der Mainstream anfängt, da richtig Druck zu machen, auch so, jetzt muss hier aufgearbeitet werden und Spahn und Lauterbach und wie sie alle heißen, die müssen jetzt hier nicht nur einmal vor den Untersuchungsausschuss, sondern vielleicht auch direkt vor Gericht kommen. Habt ihr das Gefühl, dass da eine Chance besteht, weil, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die WHO will im Juni jetzt also da neue Regelungen bestimmen, dass im Falle einer Pandemie, wenn sie es dann ausrufen, und das können sie ja selber dann bestimmen, wann eine Pandemie ist, da wurde ja alles geändert, dass dann die nationale Souveränität aufgehoben wird. Die Nationalparlamente haben dann nichts mehr zu sagen und nur noch die WHO, die von Privatinteressen mehr oder weniger ja, geführt wird, dass die dann bestimmt, was hier Sache ist. Marijn, was denkst du? Gibt es eine Chance dafür? Ich hoffe natürlich. Und das lässt mich auch Filme machen, der Hoffnung, dass ich der Chance auch sehe. Ich sehe eine gespaltete Gesellschaft. Das heißt, wir haben beide Richtungen noch.
aber das Mainstream-Narrativ ist mächtig. Das muss man auch sehen. Und der Medien auch. Ich glaube daran, dass wenn viele Leute einfach ein Gegenstimmen zeigen, dass irgendwie sich etwas ändert. Und der Gegenstimme muss immer von der Minderheit kommen, ne? Von der alternative Plattform. Ich glaube auch sehr in das morphogenetische Feld, wie man das so schön sagt immer, ne? Dass über der ganze Welt eine bestimmte Energie spürt, was wieder zurückgehen will nach der Menschlichkeit, nach dem Menschsein und nach das Lokale, nach die Kultur. Und das hoffe ich immer. Was ich auch sehe, ist, dass der Mainstream auch so manchmal auch versucht, kritisch zu sein. Also mit Zeiten wird der Kritik, der wir eigentlich vor 2 Jahre zurück schon hatten, wird irgendwann auch wieder Mainstream. Das sehe ich auch passieren. Wir müssen doch nicht von ausgehen, dass wir irgendwann ein Podium bekommen und dass wir als Helden von dieser Zeit dargestellt werden, weil das wird niemals passieren. Der Mainstream wird schön alles übernehmen und die sind die Helden. Und das musst du dann akzeptieren, wenn das Narrativ so ändert, weißt du? Also es ist keine Ego-Frage. Es ist mehr, viele Leute höre ich schon auf Internet sagen und schreiben, siehst du, ich hatte recht 2 Jahre zurück. Da musst du von ab. Wir müssen das machen, um das Ganze zu beugen, der Richtung zu ändern. Und ich glaube darin, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Oder wir gehen in eine gespaltene Gesellschaft weiter, wir kriegen wirklich eine parallele Gesellschaft. Oder wir gehen mit in das große Narrativ. Und das große Narrativ bräuchte ich kann auch. Und ich kann nicht vorhersagen, weil ich bin ich bin nicht paranormal begabt, dass ich das schaffe, aber ich habe der Hoffnung, dass der Energie, der wir jetzt haben, auf eine intelligente Weise durchgeführt werden kann, dass wir uns Ego ein bisschen in den Schrank lassen und dass wir das gemeinsame Richtung versuchen zu machen und dass da irgendwie ohne Gewalt einfach auf intellektuelles Niveau, dass wir irgendwie auf der Mittelweg kommen und dass wir auch gegen die Mächtigen sagen, und jetzt reicht's. Und du musst einfach verstehen, dass die Mächtigen haben nichts ohne uns. Und wenn wir sagen, nee, dann ist es nee. Das ist so einfach, ist da Politik. Und wenn viele Leute nee sagen, dann sägt man einfach die Füße unter der Macht weg. Da können die nichts. Man muss ja immer verstehen, dass wir Menschen bestimmen das Leben. Und wie hat Breitbart das doch mal gesagt? Es geht nicht von der Politik aus, aber der Mensch bestimmt noch immer, wie das Leben aussehen muss. Das bestimmt der Politik nicht, das bestimmt der WHO auch nicht. Wenn ich krank sein will, dann bin ich krank. So einfach ist es. Und nee ist nee. Und das müssen Leute einfach verstehen. Aber das institutionalisierte Isierte ist Denken, schwierig. ja, das ist das ist, glaube ich, das Problem. Und das müssen wir durchbrechen. Und der Mensch wieder Mut machen. Und ich glaube, darin sehe ich so viel Hoffnung. Und pass mal auf, wir haben den Film, wir haben keine Forderungen. Keiner hat uns bezahlt von oben. Das kommt von unten Unten, ja. aus. Und das ist unglaublich, was wir in eigentlich eine ganz freie Zeit leben. Und keiner versteht das, keiner sieht das eigentlich. Und ich bin froh, dass ich das sehe und Milos wahrscheinlich auch, dass wir in einer Zwischenphase sitzen, dass da ganz viele Leute sind, die Schnauze einfach voll haben. Und die sagen, ich lese und sehe nicht mehr das, was ich eigentlich sehen und lesen will in der Mainstream. Also das sind die Figuren, die vielleicht die Stimme sein können, die bezahlen wir. Und das machen die Leute, die kleinen Leute machen das doppelt. Die bezahlen für den öffentlichen Rundfunk, weil das ist verpflichtet, aber darin haben die keine Stimme. Und die bezahlen uns noch, um den Film zu machen. Und da sind ganz viele tausende Leute, die uns 2 Euro, 10 Euro, 100 Euro geben haben. Und
das sind da mittlerweile so viele, dass wir den Film einfach bezahlt bekommen haben. Und das ist irgendwie so eine ganz ehrliche Form von Erzählung, weil wir müssen da ganz, wir müssen die Antennen ganz offen haben, was will die Leute eigentlich hören? Was sind die Fragen, die wir stellen müssen? Und wenn wir das nicht machen, dann ist da keine nächste Mal wieder, weißt du? Und das ist das Unterschied mit den Mainstream-Medien, die machen einfach das, was die machen wollen. Die kriegen jeder 4 Jahre ein Budget und die gehen da mit einem ganzen Team, Kamera, Ton, Licht, Regisseur, weiß ich was, alles noch mehr, in die teuersten Hotels nach Georgien und mache da eine 1,5 Stunde Dokumentarfilme über einen Klavierspieler von 80 in den Bergen, der ein Lied spielt. Das ist alles ganz schön, aber keine fragt darum. Und wir machen ganz genau die Filme, wo Leute was fragen und wir kriegen dafür bezahlt. Wir kriegen die Freiheit also, um das zu machen. Mhm. Also ich finde diese Zeit eine ganz interessante, spannende Zeit. Ich sehe natürlich auch Herausforderungen, aber ich sehe viel mehr Hoffnung als je bevor. Ich verstehe jetzt, ich habe gerade kapiert, warum der Film funktioniert. Es ist die Art und Weise, wie du Bilder zeichnest in der deutschen Sprache. Das funktioniert wirklich durch dich auch. Ja? Ich mag das, wie du Dinge beschreibst und wie das dann durch dich ausgedrückt wird. Also das ist, glaube ich, einer der Erfolge von dem Film, weil du einfach überzeugst ja, als Type. Auch, ja. Ich glaube auch das holländische Akzent, weil ja. Rudi Carrell war auch, der hatte kein Talent, der hatte einfach einen Akzent. Das war die Rudi Carrell. Das ist die Kartoffel in den Mund. Ne? So, ja. Das hat mir Holländer kann man nichts übel nehmen. Das hat mein Holländer mal gesagt. Ja, das ist einfach sympathisch. Ja. Milos. Aber ich denke auch, das Thema Aufklärung, das ist ein bisschen diese Situation, die jeder auch schon im Kleinen kennt, im Familienkreis oder mit der Partnerin oder dem Partner, ein unausgesprochenes Problem. Na? Es ist irgendwie etwas im Raum. Man merkt, da ist der kleine Elefant, der wird größer. Mhm. Da kann man versuchen, noch um ihn herumzutänzeln, aber irgendwann muss es angesprochen werden. Sonst kommt man nicht weiter, sonst ist man an einer Sackgasse. Und ich glaube, dass es diese Situation eben auch in Gesellschaften gibt. Insofern, Aufklärung ist etwas, was zwangsläufig passieren wird, immer. Das lässt sich nicht aufheben oder aufschieben. Gerade wenn gesamtgesellschaftlich große Umbrüche passieren, kann es vielleicht sein, dass man es nochmal 5 oder 10 Jahre begräbt und dann bricht es aber umso stärker auf. Also auch in großen, sagen wir mal, bei großen Menschheitsverbrechen, Ruanda zum Beispiel, gab es Wahrheitskommissionen. Ne? Also man hat einfach gesehen, man kommt nur weiter, man kann Zukunft nur gestalten, wenn man das Alte aufgearbeitet hat. Die Deutschen sind Meister darin, Dinge aufzuarbeiten, die vor 70 Jahren passiert sind. Aber sie sind leider Gottes blind für Dinge, die gerade jetzt passieren. Das ist eine Tragik, die wir auch nur konstatieren können. Die können wir nicht umdrehen, die können wir nicht aufheben. Und es ist ein bisschen, wie Erich Fried gesagt hat in so einem schönen Gedicht, das heißt Dann wieder. Das geht so, was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte. Wow. Irgendwie sind wir dauernd in diesem Strudel drin. Am Ende wird keiner irgendwas gewusst, keiner irgendwas gewollt, keiner irgendwas geahnt haben. Und dann wird es heißen, ach, Herr Stein, Herr Matuschek, Herr Puls, ist doch alles lange her. Mhm. Wollen wir nicht mal wieder Angenehmes reden? Lass uns weitergehen. Ja, und das ist einfach der Punkt, wo ich mich auch fragen muss, in welcher Gesellschaft leben wir überhaupt? Das ist doch Lummerland, das hat mit Demokratie nichts zu tun, das ist Traumtänzelei. Das ist ein totaler realitätsferner Kokon, in dem sich die Leute aufhalten. Wenn ich mich nicht darum kümmere, wie es meinem Nachbarn geht und ich sehe, dass jemand nach der Impfung schlecht drauf ist oder krank wird, also da muss man doch irgendwann mal mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, hey Leute, so geht's jetzt mal nicht. Also wenn die Angst vor Kritik oder davor als Querdenker gelabelt zu werden in der Gesellschaft größer ist als die Angst vor dem Tod, dann muss ich sagen, ist diese Gesellschaft an einem Punkt, an dem ich sie bisher noch nicht geglaubt habe. Ne? Also das ist wirklich, da sind wir wirklich sehr, sehr weit entfernt von normalen Zuständen. Und diese Verblendungszusammenhänge, die wir vorhin angesprochen haben, und Marein hat das gerade schön gesagt, es ist eine
Machtfrage, die sich gerade stellt. Ich sage es mal ganz konkret, auch wenn für viele das Thema Macht oder vielleicht Selbstermächtigung ein bisschen zu martialisch, zu brachial klingt. Aber es ist die gleiche Situation, die Dietrich Bonhoeffer, ein von den Nazis inhaftierter Theologe, schon damals in Haft intellektuell durchkaut hat und sich gefragt hat, woran liegt das eigentlich, dass die Menschen nichts machen? Sind die dumm? Sind die verblendet? Was passiert da? Und es ist letztendlich eine Delegationsproblematik. Der Mensch überträgt Autorität von sich auf eine andere Autorität, um sich von Verantwortung frei zu machen, um zu sagen, ich habe mit nichts, was um mich herum passiert, irgendwas zu tun. Das ist eine Form von Idiotie im echten Sinne, wie das die griechischen Philosophen gesagt haben, sich nur mit dem beschäftigen, was einen selbst betrifft, aber nie sich mit dem beschäftigen, was eigentlich das Gemeinwesen betrifft. Das ist die Definition von einem Idiotes in der griechischen Philosophie. Und diese Form von Delegation sorgt dafür, dass wir falsche Autoritäten aufbauen. Leute wie Spahn, von dem jetzt schon gar keiner mehr spricht. Jetzt heißt er eben Lauterbach. Wir haben uns aus guten Gründen nicht an diesen Figuren abgearbeitet. Einfach weil diese Figuren völlig irrelevant sind. Austauschbar. Austauschbar. Mary Bauermeister hat uns das wunderbar gesagt, die Künstlerin, die auch im Film vorkommt. Es geht um die Kräfte dahinter. Ja, es sind Mechanismen am Werk, die wir quasi antizipieren können, die wir verstehen müssen, die wir austricksen können, wenn wir sie verstehen, weil sie nach bestimmten Mechanismen arbeiten und irgendwo durchschaubar sind und auch sehr, sagen wir mal, anfällig sind für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Kritik, wie zum Beispiel eben aufklärerische Filme. Damit können sie nicht umgehen, das müssen sie quasi zensieren. Mit Humor können sie schon gar nichts anfangen, also auch die humorvollen Stellen im Film sind deswegen auch so wirksam, weil sie die Absurdität des Ganzen offenlegen. Und wenn man jetzt zu einer Demo geht, die gar nicht stattfindet und daneben wird eine neue Demo aufgebaut und eine Woche davor gab es zum gleichen Thema eine Demo, aber eben von den bösen, falschen Leuten. Also wen glaubt der Staat da eigentlich vor sich zu haben? Totale Vollidioten? Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist ja sehr absurd, was da passiert. Und insofern muss man jetzt einfach erkennen, okay, wir bekommen die Wahrheit nur, wenn wir sie erzwingen, weil es eine Machtfrage ist. Entweder lassen wir das den Leuten durchgehen, dann sind wir wie die kleinen Kinder, die einfach alles auf der Autorität abwälzen und sagen, Papa, Mama hat für mich bestimmt, den Osterhasen gibt's, den Nikolaus auch. Oder wir schauen dahinter und dann leben wir in einer echten Demokratie von einzelnen Bürgern, die sich wie Souveräne aufführen und nicht eben wie Leibeigene. Ja, und das wird das große Thema der nächsten Jahre sein, weil, wie du richtig gesagt hast, alles geht jetzt auf eine Ebene höher. Wir hatten quasi auf Ebene der Nationalstaaten überall Notstandsverordnungen. Ja, das war die Situation. Und jetzt geht es über in Richtung Ermächtigung und Übertragung von Souveränität in Pandemiefragen auf von niemandem gewählte, anonyme Technokraten, Funktionäre, auf eine gesundheitspolitische Nomenklatura, die verwebt ist mit Pharmainteressen, mit NGO-Interessen, mit reichen Stiftungsinteressen. Wenn das die Alternative sein soll und das jemand noch Demokratie nennen will, dann muss ich wirklich sagen, träumt weiter. Also meine Vorstellung ist das nicht und solange wir das machen können, was wir machen, werden wir weitermachen und uns wird man auch nicht los. Das ist jetzt die Kampfansage von uns. Ja. Danke für diese präzise Analyse und für dieses Bild, was du da gerade nochmal gezeichnet hast. Also meine Herren, ich sage vielen Dank an euch beide für dieses nette Gespräch, für dieses wichtige Gespräch auch. Und ich wünsche mir natürlich, dass euer Baby wirklich fliegen lernt, dass es so eine Graswurzelbewegung wird, dass ohne großes Marketing über die großen Streaming-Plattformen dieser Film nach und nach einfach immer mehr Leute erreichen wird. Und das war auch das Ziel von unserem Interview hier, dass wir Bewusstsein dafür schaffen, für dieses wirklich große Werk, was ihr da geschafft habt, Pandemt. Der neue Dokumentarfilm von dem Filmemacher Marijn Pöls und Milos Matušek. Du bist der Produzent oder was bist du? Wie kann man dich bezeichnen, deine Rolle da in diesem Film? Der Ideengeber und Initiativ
Impulsgeber. Der Initiator, genau, der kreative Geist hinter diesem Ganzen. Also an euch beide wirklich im Namen unserer Community und von all unseren Zuschauern mein größter Dank und Anerkennung für dieses tolle Werk. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er auch demnächst bei uns in irgendeinem Kino zu sehen sein wird. Da gehen wir voraus. Vielen Dank dafür, dass wir zu Gast sein durften bei dir. Alles Gute für euch beide. Tschüss. Ciao. 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 Liebe Zuschauer, wer ihn schon gesehen hat, wird verstehen, warum der Film sehr, sehr wichtig ist, gerade für diejenigen, die die Geschichte mal von der anderen Seite sehen sollten. Also Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, all diejenigen, die noch nicht so aus diesem Mainstream-Narrativ ausgestiegen sind, für die ist er gedacht. Und wir wünschen diesem Film natürlich viel Erfolg, hängt auch davon ab, wie viele Menschen den einfach weiterverbreiten. Und ich sage natürlich danke für euer Interesse bei uns im Programm. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, Servus und bis zum nächsten Mal.